Willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ich bin euer Führer Bo. Rion, stirb! Oh, das ist sogar schon was für mich. Brauche ich zwar nicht mehr, aber egal. So, wir machen uns auf den Weg zum nächsten Außenposten. Und dann gehen wir Richtung hier, machen da den Flugschreiber, wenn wir es können. Und dann haben wir noch hier die zwei Nebenquests und noch eine Brutstätte sogar. Eine komplette Brutstätte haben wir noch. Achso, hier lang gehen, okay. Oh, ich kann bestimmt auch irgendwie hier lang ein bisschen sneaky machen, oder? Schoch. Und hier einfach mal die richtige Platz. Oh, ich war schon mal heilen. Nicht gerade. Ja, Level 36 haben wir jetzt schon, ne? Ich muss ihren Anführer loswerden. Vielleicht zieht sich der Rest dann zurück. Was? Oh, ups. Das war gerade alles Mögliche. So. Zack. Aha. Das kommt für später zum Vorrat. So, das schauen wir hier. Schauen wir hier mal rein. Da haben wir Menschen da. Hier werden wir noch unser Pure-Shutting. Der Rüstung nach weiß ich, wer hier das Sagen hat. Und Waffen zu suchen. Zack. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. So. Was kämpft hier? Was kämpfen die? So, das ist doch schon mal effektiver geworden. Ist doch mein Feind, oder? Mit dir. Hä? Fuck going on hier. Ich bin echt verwirrt. Was geht gerade ab hier? Das ist sehr merkwürdig. Zack. Ich euch halt auch noch. Ja, wer hat mich jetzt gesehen angeblich? Huda. Ich will keine Headshots geben oder was? Jetzt geht's. Sehr strange, was hier gerade abgeht. Ach, dann kämpft ihr mal gegen die da. Nicht gut. Da hab ich meine Ruhe. Mach den da killen. Oh, cooler Move. Hey, neu. Zack.
Die sollen sich da nur betteln, ist mir alles egal. So, hier ist meine Kiste, die ich noch brauche. Eine geschlossene Truhe. Zum Glück habe ich einen Schlüssel. Ja. Zack. Ist eine Heilung noch. So. Hier noch irgendwie Rebellen. Ja, ich noch die da unten, ne? Zack, was haben wir hier? Ist da kommen. Genau, was ich brauche. Fenster. Dann setzen wir diese verwiste Kanone doch mal ein. Wenn du das brauchst. Da sind viele am Fighten und am Rücken und am Kühlen. Vorwisser konnten aber cool. Jetzt ordentlich auseinandergenommen. War richtig schön. So. Noch eins gekillt. Ich habe aber keinen Bock gegen euch zu kämpfen da. Ich mache halt nochmal die Waffe. Ich brauche die Stimme, glaube ich. War einfach vor mir eins gespawnt, ey. Okay. So, dann komm mal her. Wir haben echt mit wenig Schüssen viele Viecher gekillt, ne? Wir haben da das Skill echt so viel gebracht jetzt? Schön, da wird ja noch hier Stress. Kann ich auch noch rüber looten? Oh nee, ey. Ich will dahin. Die gar nicht mehr. Ja, aber besser. Ja, gehen wir hier den Weg. Zum Flugschrauber. So, jetzt haben wir nicht mal alle. Ziegen mit, die ich sehe. So, da habt ihr noch so irgendwelche besonderen Viecher. Ja. Ihr seid nicht besonders. Ihr seid auch nicht besonders. Also, ignoriere ich euch einfach mal. Und Salzbiss haben wir hier, okay. Salzbiss. Da ist meine Feinde, ne? Kommt aber aus dem Flugzeug. Ey, seid ihr gegeneinander am Fighten oder was? Ich das hier gerade verstehen. Ich bin anscheinend bei der Funkwarke, die meinen Fokus entdeckt hat. Ja. Machst du das überall so? Ja. Wir können es vielleicht als Lager verwenden. Dafür bekommst du aber nicht gleich einen Rabatt. So. Das kommt in meinen Vorrat. Und Triebwerke 1 und 2. Oh, ja. Gibst du mir die Flasche? Meinst du wirklich, die Soldaten können diese Kampfmaschinen zurückhalten? Also, das war schon immer eine Reise ohne Wiederkehr. Sie müssen es einfach. Auf Enduring Victory, auf Zero Dawn. Ups. Jeder geht auf seine eigene Art mit dem Tod um. Guten Tag. Guten Tag. So, wer hat denn was für mich? Der hat was für mich.
wie viele dieser Aufnahmen es da draußen wohl gibt. Ein paar. Rotes Haar, scharfes Auge, Speer. Diese Zutaten sagen Nora-Kriegerin. Du sagst, dass dein Essen Soldaten stärker macht. Glaubst du das? Glaubst du, Soldaten sind die einzigen mit Geschick? Klingen sind nicht nur für den Krieg. Schneide die richtigen Zutaten auf und du bist stärker im Kampf. Mit der korrekten Zubereitung. Deine Freundin scheint nicht ganz überzeugt zu sein. Die Leute hier würden ihren Kopf in den Boden stecken und ihr Essen wie Graser rausholen, wenn sie könnten. Doch ich glaube, wenn ich Hekata oder irgendjemand hier den Nutzen zeigen kann, dann machen die anderen mit. Dieses Essen kann mich stärker machen? Stärker, gesünder, resistenter. Es gibt unterschiedlichen Nutzen, je nachdem, wie ich es zubereite. Mit variabler Diät nutzt du die verschiedenen Bestandteile von Nahrung. Schau dir die Osseram an. Sie trinken nur Bier und werden selbst zu Fässern. Also warum glaubst du nicht, dass Nahrung dich auf andere Art verändern kann? Was verkaufst du noch? Leckerbissen, Delikatessen und Feinkost, die eine Kriegerin aus dir machen. Eine bessere Kriegerin. Da bin ich schon mal gespannt. Das ist einfach nur ein... Wow. Also können wir schon. Welche Zutaten brauchst du? Etwas Vogelfleisch und eine Geheimzutat. Wenn sie geheim bleibt, werde ich sie kaum für dich bekommen können. Wildvogeleier. Die Soldaten fassen sie nicht an. Sie sagen, Krieger essen nur Fleisch. Doch, ein echter Krieger zieht Nutzen aus allem. Ich besorge dir die Zutaten. Schau, Hekata. Echte Soldaten sind in der Küche nicht feige. Du kannst die Eier auf der Insel in der Wüstenträne finden, einem See außerhalb der Mauern. Das Fleisch bekommst du von den Vögeln in den Gräsern an den Stränden. Bring mir die Zutaten und du bekommst deine Mahlzeit gratis. Yeah, eine Mahlzeit gratis. Meine Güte. Sammelvogeleier. Ja. Schnapphorn. Brecherischer Plünderer. Junge, Junge, was haben wir denn alles wieder hier zu tun? So, Werkbank. Da bin ich dran. Hallo? Beutel Upgrades. Mal Tränke. Ja. Und der Rest war das noch. Ballen, okay. So. Vollständig verbessert, jawohl. Schon zweimal vollständig verbessert. Da brauchen wir hier noch. Eine Lachshaut brauchen wir noch. Okay. Die kann brauchen wir hier. Lachsgräte brauchen wir noch. Und Eulen. Eulen, Eulen, Eulen. Enten haben wir auch gefunden. Eulen. Barsch. Ach, was gibt's denn für. Was gibt's denn bitte alles für Sachen? Ne? Das war jetzt mein. Komischer Bogen, naja, ne? Mein. Feuerbogen war das, okay. Ja, Spannschaden kriegt der noch. So, was hast du? Kampfschützer? Ja, hab ich auch noch was. Ja, will ich den upgraden jetzt schon? Ne, ich will das Grünglanz. Er ist echt so selten, das will ich noch aufheben. Dann macht mein Schadenbogen halt weniger Schaden. So, den können wir auch weglegen, den brauchen wir nicht. Den könnte ich aber trotzdem noch upgraden jetzt. Machen wir nochmal. Bisschen mehr Feuerschaden. Ach so. Jetzt Upgrade kriege ich noch eine dritte Sache hinzugefügt. Uff. Und der ist auch relativ okay. Das Upgrade. Wird das Upgrade davor teurer? Rollrückenhammerschweif. Okay. Dann haben wir jetzt auch hier drei Stück. Ich drehe dann. Du machst 51, 116. Der ist sogar besser. Kann ich jetzt den lila natürlich weglegen? Uff. Der ist ein fortgeschritten. 41, 80. Ja, dann ist der hier doch besser. Ich wollte schon sagen, ey. Und sonst den lilanen abgegradet oder was? Dann haben wir auch nochmal einen
Maschinenstreiter. Da haben wir den auch freigeschaltet. Gut, dann gehen wir mal zu der Quest. Ich werde wohl ein bisschen mehr brauchen, ein bisschen mehr Zeit brauchen für die ganzen Quests hier. Eieieiei. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. So. Pelikanenten, alles frisch hier. Gerade. Oh. Hauptsache Vögel. Oh, hey, ich habe Sporen sehen. Volle Schnappen mal so. Eingefroren worden, ey. Von dem Schnappmaul hier. So. Hier liegen zwei tote Osseram. Müssen Handas Diebe sein. Da war das Schicksal wohl schneller als ich. Hoffentlich haben sie noch die gestohlenen Schriften bei sich. Die Schriften. Sie erwähnen Ruinen bei einem Metallturm. Ich glaube, ich weiß, wo er steht. Ich sollte die Relikte zurück zu Handa bringen. Damit niemand sonst in Gefahr gerät. Hier auf dem See ist ein Schnappmaul. Hier ist noch. Auch ein Unterschopf ist das. Vogelfleisch habe ich. Jetzt brauche ich die Eier. Okay. Ich bin jetzt auf meine Hürde. Dingens stoßen auf die Quest immer. So, hallo, hallo, hallo. Upgrades sind noch keine drin, so, jetzt haben wir Verwüsterkanone, da begib dich zur Verwüsterposition. Machen wir mal. Er ist euch bekannt, was er euch. Wird anderweitig beschäftigt. Die Verwüster, die Handa meinte, sollten nahe sein. Ich muss mir den Vertrag noch einmal gut durchlesen, damit ich alle Einzelheiten kenne. Da will eine dieser Kanonen. Ich muss sie abschießen, um die Wüste dabei zu töten. Sonst schädige ich noch die Ware. Okay. Ich muss auf die Kanone zielen. Ja, ist mir klar. Wollte ich ja auch. Und jetzt mal wieder so... Sicher hat Handa nichts dagegen, wenn ich mit ihm alleine. Ganz smart. Wusste Ablage, was?
Ich bring den einfach mit zur Ablageort. Muss ich so weit laufen mit dem Teil. So, haben wir das nämlich auch erledigt. Gleich hier vorne. Nehme ich schnell heilen. Geschafft! Ich sollte Hunter sagen, dass ihre Leute das Ding holen können. So, gut. Das hier haben unsere Brutstätte. Und hier habe ich noch die Vogeleier. Was sind die Vogeleier? So, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Heilung. Zack. Die kommen in meinen Rucksack. War ich gut geworden, die Heilung wieder mal. So, dann einfach dahin begeben. Ja. Das ist diese Patrouille. Zwar ernsthaft jetzt echt wieder. Komplett schwimmen. Geht das echt nicht anders? Ich nehme auch die lange Seite auch noch, ne? Naja, egal. Ist auf jeden Fall ist noch ein Breitschnitt auf der Insel. Auf jeden Fall. Wir müssen uns dann auch noch kümmern. Mit unserem Superbogen sollten wir eigentlich relativ fix kriegen. Das bringt ja nicht viel. Es müsste Gänseeier auf der Insel geben. Ein Breitmaul ist eine Möglichkeit, ein Nest zu beschützen. Naja. So. Das ging fix. Gezielte Schüsse mit dem abgegürteten Boden, oben und zack, schon mal das Ding mein. So, hier. Da! Nehmen Sie doch. Eins habe ich. Was?
kommst du denn her? Ja, wir sind Vögel, also muss auch Vogel Maschinen geben, ne? So, wir müssen hier fahren. So, da ist noch ein Nest. Da muss noch ein Nest sein. Da haben wir noch ein Nest. Ein weiteres Ei? Komm her. Spawnt der einfach über mir oder was ist los? Das ist ein Feuerfee, du brauchst doch Eis, ne? Zack, ein Feuer und erledigt. So, hier noch eins. Hab eins. So. Noch eins. Wo ist das? Vielleicht hier irgendwie? Ach. Hä? Da fehlt noch ein Nest. Bist du drauf? Nee. Auch nicht, hä? Das letzte Nest. Hä? Wo ist das letzte Nest? Ja, wo ist es denn? Nein, so, wo ist es? Vielleicht mal prüfen, was mein Fokus sieht. Vielleicht gibt es auf der kleineren Insel ein Nest. Auf der kleineren Insel. Ja, da ist. Ach, als ob. Das hält mich aber verarschen, Spiel, oder? Ist nur noch den hier? Wow. Da macht es auch noch den hier. Ah. Das sind alle Eier. Ich sollte zurück nach Salzbiss gehen. Mal eben alle Eier gesammelt. So. Das wäre eine interessante Zack. Farbe für meine Rüstung. Gut, haben wir das auch geschafft. Ja, dann machen wir eben die Schnellreise. Nehmen wir das eben ab und dann können wir in den nächsten Folgen zu der Brutstätte gehen. Zum Beispiel. So. Schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich immer noch nichts, oder? Schade. Ficata, pass auf. Es ist an der Zeit, das Tagesgericht zuzubereiten. Woher wusstest du, dass ich die Zutaten habe? Jede Köchin, die etwas auf sich hält, weiß über Leute und über Fleisch Bescheid. Ficata, Zeit, kreativ zu werden. Möge der Mut deines Magens dir Sieg in der Schlacht bringen. Wir sind hier, wann immer du mehr Delikatessen möchtest. Und deine nächste Mahlzeit geht aufs Haus. Nun, Hikata? Okay. Wenn die Nora das Tagesgericht möchte, ich versuche es. Doch wenn der Schlamm dich krank macht. Es ist dein Jammern, das Leuten den Magen verdirbt, Hikata. Wähl dein Gericht, Kriegerin. Ja, sonst aber ist ja dasselbe, ne? Stachelheim, darf eins auch kostenlos haben. Oh. Mutstoßmeister, niedrige Gesundheitsverteidigung. Salzbiss-Spezialität. Oh, nehmen wir die Salzbiss-Spezialität, die kriegen wir umsonst. Cool. Dankeschön. Greif zu, greif an und gedeihe. Okay, cool. So, ja. Salzbiss haben wir abgeschlossen. Begib dich zu den Ruinen. Den Ruinen soll ich mich begeben, okay.
Ja. Gut, das können wir dann auch noch nächste Folge machen. Und die Brutstätte halt eben. Im Kreis geschlossen. Hier auch noch ein paar Kleinigkeiten. Die jetzt nicht wichtig. Hier denke ich mal, ist auch nichts Wichtiges dabei. Aber hier führt irgendwas noch hin, ne? Werden wir sehen, wenn wir den Langhals dann haben. Alles aufgedeckt werden. Gut, bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haben wir hier? Nehmen wir mal so. Löwengebein, ha. Also, haut rein. Ciao, ciao.